Hallo liebe Kinder, seid ganz herzlich willkommen zu dieser Online-Kinderstunde. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und vor allem freue ich mich, dass ihr auch Freude habt, wieder eine Geschichte aus der Bibel zu hören. Denn in der Bibel, da gibt es wirklich ganz gute Geschichten, da können wir jedes Mal etwas Neues dazu lernen. Doch bevor wir weitermachen, möchten wir zu Beginn dann beten und wie ihr sicher das auch alle schon kennt, wollen wir dazu unsere Hände falten. Wir schließen unsere Augen und werden ganz leise zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir vom ganzen Herzen dankbar, wieder für diesen neuen Tag, den du uns Heiland schenkst. Wir sind dir dankbar, dass du uns wieder eine Sonntagsschule gibst, Herr. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns auch dein Wort hinterlassen hast, dass wir auch immer wieder von dir hören und lesen und lernen können. Lieber Gott, wir verladen dich vom ganzen Herzen auch jetzt in unsere Mitte ein. Segne uns, schenke uns aufmerksame Herzen und hilf das, wirklich auch jedes Kind und jeder, der sonst auch noch zuhört, auch heute für sich etwas mitnehmen kann. Lieber Gott, danke einfach, dass du so gut zu uns bist und dass du uns auch so eine schöne und gute Zeit schenkst. Danke für alles. Amen. Liebe Kinder, habt ihr euch schon mal einen Freund gewünscht, der besonders stark ist, der vielleicht alles machen kann, den alle total gerne haben oder der besonders reich ist und viele schöne Güter besitzt und der vielleicht euch ab und zu auch etwas Tolles schenkt? Habt ihr euch schon mal so einen Freund gewünscht? Ja, vielleicht sagen manche Kinder, oh, ich habe schon einen guten Freund. Aber vielleicht wurden so manche auch schon mal enttäuscht und sagen, ach Mensch, also hier gibt es keine guten Freunde, vielleicht gibt es die nur im Märchen. Aber wisst ihr, ich habe heute für euch eine gute Nachricht. Einen guten Freund, den gibt es wirklich. Und zwar die Bibel, die berichtet uns von einem guten Freund. Und zwar ist es der liebe Gott. Er sagt in der Bibel selber, dass er unser Freund sein möchte. Und wisst ihr, alles, was in dieser Bibel drin steht, das ist tatsächlich wahr. Das stimmt auch. Ja, und wir möchten zu Beginn ein Bibelvers noch gemeinsam lernen und den hab ich hier aufgehängt und wir wollen den zusammensprechen. Ja, also bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19,26. Und wir sprechen nochmal diesen Bibelvers gemeinsam. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Liebe Kinder, wisst ihr, was das bedeutet? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das heißt, dass Gott groß ist, dass Gott mächtig ist, dass Gott alles machen kann. Und wisst ihr, dieser große und mächtige Gott, er möchte euer Freund sein. Ja, und heute hören wir auch eine Geschichte, da hören wir noch mehr von diesem guten Freund, dass Gott wirklich ein Freund der Menschen ist. Doch bevor es mit der Geschichte weitergeht, wollen wir gleich noch gemeinsam das Lied singen. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Und ihr könnt gerne ganz laut daheim mitsingen. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Ja, wir hatten vorher diesen Bibelvers, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, ich zeige euch nochmal den ganz kurz, ja, der zweite Teil vom Vers. Bei Gott sind alle Dinge möglich.
Und dieser zweite Teil vom Vers soll auch unser Thema von der Kinderstunde sein. Ja, bei Gott ist alles möglich. Und in der Geschichte geht es heute um einen König. Er war groß, er war stark, er war mächtig. Und wisst ihr, alle Leute hatten vor diesem König Angst gehabt, weil der König, er war streng. Alles, was er gesagt hat, das mussten die Leute befolgen. Ja, und das war der König Nebukadnezar. Ihr könnt gleich ein Bild von ihm sehen. Und der König Nebukadnezar, er war dafür bekannt, dass er viele schöne Bauwerke verrichtet hat. Ja, also er war ein König von der Stadt Babylon und das war eine wunderschöne Stadt. Da hat er nämlich schon viel gebaut. Er hat die Stadtmauer gebaut, er hat Brücken gebaut, verschiedene Tempel, verschiedene schöne Gebäude. Und er hat das gerne gemacht. Und eines Tages hatte er dann auch eine Idee, wieder etwas Neues zu bauen. Und zwar ließ er ein großes Bild bauen, also eine Statue, die war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Ja, vielleicht denkt ihr, 30 Meter, wie hoch ist es? Das ist ungefähr so hoch wie ein 10-stöckiges Hochhaus, also 10 oder 12 Stöcke, das sind in etwa 30 Meter. Und auf dem Bild könnt ihr dann auch so ein Hochhaus sehen. Und unten seht ihr ein Auto, das ist eingekreist. Und dann merkt ihr eigentlich, wie klein das Auto gegenüber diesem Hochhaus ist. Ja, und wie gesagt, dieser König Nebukadnezar, der ließ so ein riesiges Bild bauen wie so ein Hochhaus. Ja, und das hat er nicht in der Stadt gebaut, sondern außerhalb der Stadt. Und das konnte man schon von ganz weit sehen, dieses große Bild. Er hat das Bild nämlich auch noch mit Gold überzogen, ja. Also das Bild hat schon von Weitem geglänzt, vor allem als die Sonne dann drauf schien. Ja, und als er dieses Bild fertig gebaut hat, war er natürlich auch sehr stolz darauf. Und er wollte, dass es auch alle Leute auch sehen und bewundern. Und deshalb entschloss er, ein Fest zu feiern. Er wollte nämlich das Einweihungsfest feiern. Und dazu hat er ganz viele Leute eingeladen. Aber nicht normale Leute, sondern Leute, die etwas reicher waren, die eine hohe Stellung hatten, die einen guten Beruf hatten. Ja, und da kamen die Richter, dann kamen da die königlichen Berater zu diesem Fest. Dann kamen da die Schatzmeister. Einfach solche wichtige, hohe Leute kamen zu diesem Fest. Und wisst ihr, bei diesem Fest waren noch drei Männer dabei, die kennt ihr vermutlich. Nämlich das waren Sadrach, Mesach und Abednego. Könnt ihr euch an die vielleicht noch erinnern? Und zwar, als die noch jung waren, als die ungefähr 14, 15 Jahre alt waren, lebten die eigentlich in Israel. Ja, und irgendwann wurden die dort gefangen genommen, also sie und noch viele andere junge Männer, die wurden gefangen genommen und nach Babylon geführt. Und seitdem waren die in Babylon. Und das Besondere an diesen drei Männern war, dass sie Gott vom ganzen Herzen liebten und sie dienten ihm immer treu. Ja, und mittlerweile war es so, dass sie einen sehr guten Beruf hatten, die haben für den König gearbeitet und sie gehörten jetzt praktisch auch zu den wichtigsten Männern von der ganzen Stadt oder sogar vom ganzen Land. Und deshalb waren die auch zu diesem Fest eingeladen. Ja, und so haben sich dann all diese Leute versammelt. Hier sehen wir dieses goldene Bild, wie gesagt, das war 30 Meter hoch. Hier sehen wir dann diese drei Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego. Und die vielen anderen wichtigen Beamten, die haben sich alle um dieses Bild versammelt. Und dann kam der oberste Hofbeamte, er hatte nämlich einen Brief dabei. Und diesen Brief, den hat nämlich der König selbst geschrieben. Und diesen Brief sollten nämlich alle Leute hören. Da hat der König einen Befehl erteilt. Ich lese den mal vor, was da drin stand. Da stand nämlich, ihr Männer aus allen Völkern und Ländern, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang von Trompeten, Hörner und Flöten und anderen Instrumenten hört, dann sollt ihr euch niederwerfen und das goldene Bild anbeten, welches der König selbst erbaut hat.
Und wenn jemand das nicht tut, der wird in den Feuerofen geworfen. Ja, das war ein Befehl vom König. Und jeder musste den befolgen. Ja, denn wir haben ja gelesen, wenn jemand das nicht macht, dann wird er dafür bestraft. Er wird in den Feuerofen geworfen. Wisst ihr, liebe Kinder, wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was ein Feuerofen ist. Wir haben eigentlich heutzutage keine so riesigen Öfen. Und ich habe mich ein bisschen erkundigt und habe einen Ofen mal nachgezeichnet. Ich zeige euch gleich das Bild. Also ein Feuerofen hat ungefähr so ausgeschaut. Also er war wirklich sehr, sehr groß. Also hier in diesem Bereich, da haben normale Menschen reingepasst. Das war wie so ein Raum, da konnten ein paar erwachsene Männer reinpassen. Und in Babylon, da gab es ganz viele Feueröfen. Denn in den Feuerofen hat man eigentlich Ziegel gebrannt. Ja, also man hat Steine geformt und dann hat man hier unten das Feuer angeheizt, entweder mit Holz oder Kohle. Und dann gab es meistens hier oben noch eine zweite Tür. Hier unten war so ein Zwischenboden, das waren so Gitter drin gelegen. Und dann hat man hier ganz viele Ziegelsteine gestapelt, als die noch feucht waren. Und durch das Feuer sind die trocken geworden und dann wurden die ganz hart. Ja, denn Babylon, wir haben ja gehört, dass der König sehr viel gebaut hat und deshalb haben die ganz viele Ziegelsteine gebraucht. Und es gab in Babylon einfach ganz viele Feueröfen, die dann diese Ziegelsteine hergestellt haben. Aber in dem Feuerofen, da konnte man auch Metalle schmelzen, zum Beispiel Gold. Da hat man einfach einen Behälter reingestellt, hat man das Gold dort reingelegt. Und durch dieses Feuer, dieses heiße Feuer, wurde dann das Gold, das ist dann geschmolzen. Und dann konnte man mit diesem geschmolzenen Gold entweder eine neue Figur formen oder man könnte auch Gebäude anstreichen oder wie zum Beispiel diese Statue, die war ja auch aus Gold. Dann hat man einfach diese Statue mit diesem Gold angestrichen. Ja, also deshalb waren in Babylon ganz viele Feueröfen. Aber es war auch ganz üblich in Babylon, dass wenn jemand auf den König Nebukadnezar nicht gehört hat, dann hat er sie bestraft, indem er sie einfach in den Ofen geworfen hat. Ja, also mit dem Feuertod hat er sie bestraft. Ja, und hier hat er ja auch diesen Befehl erteilt, dass alle dieses Bild anbeten sollen, sonst werden sie bestraft mit dem Feuertod. Ja, also das war für die damalige Zeit eigentlich nichts Neues. Es kam sehr oft vor. Und auf jeden Fall, ich räume den Ofen jetzt nochmal weg. Auf jeden Fall war es so, dass der König dieses Gebot erteilt hat. Ja? Sobald man die Musik hört, dann sollen alle niederwerfen und das Bild anbeten. Wisst ihr, für diese Leute, die hier umherstanden, das war für die eigentlich nichts Neues. Denn in Babylon, da gab es viele Götter und die Leute, die waren gewohnt, dass man nicht nur einen Gott angebetet hat, sondern dass man viele Götter angebetet hat. Ja, das war für sie nichts Neues und nichts Außergewöhnliches. Aber was würden Sadrach, Mesach und Abednego machen? Die haben ja an Gott im Himmel geglaubt. Sollen die wirklich auf den König hören und sich niederwerfen und dieses Bild anbeten? Die haben sich sicher Gedanken gemacht, was sie jetzt tun sollen. Vielleicht haben die gedacht, vielleicht können wir uns hinknien, aber in unserem Herzen das Bild nicht anbeten. Das sieht ja der König gar nicht. Aber auf der anderen Seite wussten sie auch, in der Bibel steht geschrieben, dass es nur einen Gott gibt und dass man nur einen Gott im Himmel auch anbeten darf. Sie waren sich sicher, das wird Gott nicht gefallen, wenn sie sich auch niederwerfen. Und sie haben überlegt und dann haben sie sich entschieden, nicht auf Nebukadnezar zu hören, sondern auf Gott. Die wollten Gott gehorsam sein. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit begann plötzlich die Musik anzuspielen. Hörte vielleicht auch schon die Musik? Ja, man hörte, wie die ganzen Trompeten geklungen haben, wie die Posaunen gespielt haben. Es hat sich schön, es hat sich so mächtig und majestätisch angehört.
Ja, und all diese Leute, die da waren, die wollten ja dem König gehorsam sein. Ja, die hatten Angst, in den Feuerofen geworfen zu werden. Und deshalb knieten sie sich sofort alle nieder. Ja, und fingen dann dieses Bild anzubeten. Ja, diese Statue, die aus Gold war, haben die dann angebetet. Aber wisst ihr, diese drei Männer, die haben sich im Herzen beschlossen, dass sie nicht anbeten werden. Die sind als einzige stehen geblieben. Die Musik, die spielte weiter und alle haben gebetet, aber die blieben stehen. Die haben sich nicht verbeugt. Aber wisst ihr, diese Leute, die haben natürlich auch alles beobachtet und die haben gemerkt, dass diese drei Männer ungehorsam sind, dass sie diesen Befehl, diesen Brief, den der König erteilt hat, vorgelesen hat, dass sie den nicht befolgen, dass sie dieses Bild nicht anbeten. Und sofort waren zwei Männer, die machten sich auf den Weg zum König. Und natürlich haben sie dem König sofort berichtet: Werter König, da gibt es drei Männer, das sind Juden, und die hören nicht auf dich, die befolgen nicht dein Gebot. Als die Musik ertönte, alle fielen nieder und haben das Bild angebetet. Aber diese drei Männer, die sind stehen geblieben, die haben sich nicht verbeugt und die haben das Bild nicht angebetet. Und als der König das hörte, er war so richtig böse geworden. Sowas gab es ja nie. Fast alle Leute haben immer auf ihn gehört und fast alle haben seine Gebote, seine Befehle befolgt. Und jetzt gibt es drei Männer, die das nicht tun. Und sofort ließ er dann diese drei Männer holen. Also Sadrach, Mesach und Abednego, die mussten dann vor dem König erscheinen. Und sie standen so vor dem König und der König sagte: Ich habe gehört, dass ihr auf meine Gebote nicht hört, dass ihr dieses Bild nicht angebetet habt. Ich will euch noch einmal eine Möglichkeit geben. Wenn die Musik noch einmal ertönt, wenn ihr wieder diese ganzen Trompeten hört, dann sollt ihr aber niederfallen und das Bild anbeten. Wenn ihr das macht, dann werde ich euch verschonen, dann werdet ihr nicht sterben. Aber wenn ihr das nicht befolgen wird, dann werde ich euch sofort in diesen Feuerofen hineinwerfen. Wisst ihr, und diese drei Männer, die waren sich ganz sicher, die haben gesagt: Nein, wir wollen auf Gott hören, wir wollen nicht auf den König Nebukadnezar hören. Und so antworteten die auch. Die sagten: König, nein, wir wollen mit dir gar nicht diskutieren. Wir werden nicht niederfallen und wir werden das goldene Bild nicht anbeten. Denn unser Gott im Himmel, dem wir dienen, er kann uns beschützen, auch wenn du uns in den Feuerofen wirfst. Und wenn unser Gott uns auch nicht beschützt, so wollen wir trotzdem nicht niederfallen und das Bild anbeten. Wisst ihr, diese drei Männer, die waren sich sicher, die haben gesagt: Auch wenn Gott uns vielleicht auch doch nicht helfen wird, wir wollen trotzdem treu bleiben und wir wollen das Bild nicht anbeten. Und der König, er wurde noch wütender. Bis jetzt gab es sowas noch nie, dass irgendwelche junge Männer ihm widersprochen haben, die ihm gesagt haben: Nein. Denn bis jetzt war immer so, alles, was der König gesagt hat, das wurde auch immer getan. Und er war so zornig auf diese drei Männer. Und er ließ sofort Soldaten zu sich rufen und erteilte ihnen den Befehl, dass sie diesen Feuerofen aufheizen sollen. Und zwar nicht normal, mit einem normalen Holzhaufen, sondern die müssen den Feuerofen 7-mal stärker aufheizen. Das heißt, dass man 7 große Holzhaufen in diese Brennkammer reintun soll, damit das Feuer größer und stärker brennt. Wisst ihr, und diese zwei Soldaten oder die Soldaten, die haben immer alles getan, was der König gesagt hat. Die gingen, machten sich auf den Weg, heizten diesen Feuerofen an. Der König hatte aber auch befohlen, dass man den drei Männern auch die Hände und die Füße bindet, damit sie nicht wegrennen. Ja, und mit diesen gebundenen Füßen und Händen sollten die in den Feuerofen geworfen werden.
Ja, liebe Kinder, dass ihr euch vielleicht etwas besser vorstellen könnt, wie der Feuerofen, also 7-mal stärker brennt, wollte ich mit euch ein kleines Experiment machen. Und zwar habe ich Streichhölzer dabei. Ich werde zuerst mal ein Streichholz anzünden und dann seht ihr, wie die Feuerflamme von einem Streichholz ist. Und danach zünde ich 7 Stück an und dann merkt ihr, dass die Flamme etwas größer wird. Ja? Also machen wir zuerst mal ein Streichholz. Ja, wir sehen, das brennt. Die Flamme, die ist jetzt gar nicht so groß, ja. Aber so könnt ihr euch vorstellen, dass wenn der Feuerofen normal angezündet wird, dann wäre es einfach eine normale Flamme. Aber der König hat ja den Befehl gegeben, dass die Flamme 7-mal stärker sein sollte. Ja, und ihr seht, dass ein Streichholz gar nicht lange brennt. Ja, und jetzt versuche ich mal, die 7 Stück anzuzünden. Ja, und dann merkt ihr schon, dass die Flamme sofort größer ist. Ja? Also 7-mal stärker, da ist einfach die Flamme viel heißer, die brennt auch länger und die Flamme, die ist auch viel größer. Ja, und wie gesagt, ich meine, ihr merkt das jetzt am Streichholz, die Flamme ist zwar nicht so groß, aber wenn so ein Feuerofen 7-mal stärker angeheizt wird, dann ist es eine extrem große und eine extrem heiße Flamme. Ja, also ich lasse das jetzt mal ausbrennen. So. Naja, auf jeden Fall haben dann diese Männer diesen Feuerofen angeheizt. Und wir merken schon, dass die Flammen richtig von da oben, also rausgelodert sind. Also das war sehr, sehr heiß. Und die drei Männer, die Soldaten haben die dann weggeführt und haben die dann in den Feuerofen hineingeschubst. Wisst ihr, und das Feuer war so heiß, das haben die Soldaten gar nicht erwartet. Die sind nur an den Ofen zu nah rangegangen und die Flammen, die waren so heiß, dass die Soldaten sogar sofort umgefallen sind und alle verbrannt sind. So stark war das Feuer. Also das haben die damit gar nicht gerechnet. Und die drei Freunde, die waren jetzt im Feuerofen. Und der König, er wollte nämlich das alles beobachten. Und da ging dann auch hinaus und von Weitem konnte man diesen riesigen Ofen sehen. Ihr seht ja, dass da die drei Männer ganz locker reingepasst haben. Und die Öffnung, die war auch groß genug. Und so stand er da und hat von Weitem beobachtet, was jetzt mit den Männern passiert. Denn er war sich ganz sicher, dass niemand diese Männer retten kann. Ja? Der Nebukadnezar, der hat eigentlich gedacht, er ist der Größte und er ist der Stärkste und jeder muss auf ihn hören. Und auf einmal springt er auf und er ist total erstaunt. Und dann sagt er zu seinen Soldaten: Soldaten, haben wir nicht 3 Männer in den Feuerofen hineingeworfen? Und jetzt sehe ich dort aber 4 Männer. Und hat man denen nicht die Hände gebunden und die Füße gebunden? Jetzt sehe ich aber, dass die im Feuerofen frei umhergehen. Die ganzen Fesseln, die sind weg. Die Soldaten, die waren auch erstaunt, denn die wussten ja, dass sie eigentlich nur 3 Männer reingeworfen haben. Und die waren sich auch sicher, dass sie die Hände ganz festgebunden haben. Und der König, der war erstaunt. Der sagte auch, der 4. Mann, der sieht aus wie ein Sohn Gottes. Und schnell rannte er zu diesem riesigen Feuerofen. Er traute sich nicht zu nah heranzugehen, denn er wusste ja, dass das Feuer sehr heiß war, dass es mal 7-mal stärker war. Und so rief er schon von Weitem: Sadrach, Mesach, Abednego, kommt schnell heraus. Ja, niemand konnte die 3 selbst rausholen, weil das Feuer zu stark war. Und deshalb hat er gerufen, dass sie aus dem Ofen herauskommen sollen. Und tatsächlich, die kamen auch heraus. Und als sie dann so draußen standen, da wunderten sich alle Menschen. Ja, denn ihre Haut, die sah ganz normal aus.
Ja, die war gar nicht verbrannt, die war auch nicht gerötet. Weil normalerweise, wenn man sich verbrennt, wenn man ans Feuer rankommt, dann bekommt man so eine rote Stelle, das tut furchtbar weh. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr euch auch mal an einer Kerze oder an einem Feuerzeug verbrannt oder vielleicht sogar an einem Herd oder Bügeleisen. Und ihr wisst, das tut ganz arg weh, das ist rot. Und manchmal, wenn die Verbrennung so stark ist, dann bildet sich da sogar eine Blase oder da geht sogar die Haut weg. Ja, also Feuer kann schon schlimme Verbrennungen machen. Und diese drei Männer, die waren im Feuerofen und ihre ganze Haut, die hat gut ausgesehen. Die hatten keine Verbrennungen und keine Wunden, weder an den Händen noch an den Füßen noch im Gesicht. Ja, so alle Leute waren erstaunt. Liebe Kinder, wisst ihr eigentlich, was auch mit der Kleidung passiert, wenn man im Feuer ist? Ja, ihr könnt euch sicher denken, dass die Kleidung auch verbrennt. Und damit ihr euch das auch besser vorstellen könnt, wollt ihr euch auch etwas zeigen. Ich habe nämlich ein Stückchen Stoff mitgenommen und das wollen wir jetzt verbrennen. Dann seht ihr, wie schnell eigentlich ein Stückchen Stoff brennen kann. Ja, ich zünde dazu jetzt mal eine Kerze an. So, und ihr könnt euch vorstellen, das ist nur eine ganz kleine Flamme und die kann trotzdem ein Feuer anzünden. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass auch das Feuer im Feuerofen noch viel schlimmer war. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Seht ihr? Der ganze Stoff, der fängt an zu brennen. Und ihr merkt, dass der Stoff auch relativ schnell brennt. Ja, ruckzuck ist es komplett verbrannt. So, ich lege das hier mal ab, dass nichts passiert. Ja, und wie gesagt, die Männer, die waren im Feuerofen und es war eigentlich gefährlich. Der ganze Stoff, die ganze Kleider, die könnten anfangen zu brennen. Aber wisst ihr, liebe Kinder, was noch ganz stark brennt? Vielleicht könnt ihr euch denken, das sind die Haare. Vielleicht habt ihr das schon mal selber gesehen, wenn man ein Haar anzündet, dass es ganz stark brennt. Also ihr dürft das auf keinen Fall daheim nachmachen. Aber ich habe hier auch noch Haare mitgenommen und die brennen wir jetzt mal oder zünden wir jetzt auch mal an. Und die Haare, die brennen sogar noch schneller als der Stoff. Seht ihr, ruckzuck und dann ist nichts von den Haaren übrig. Ja, also ihr seht, wie gefährlich das Feuer ist, wie schnell eigentlich die Sachen verbrennen, wie schnell die Haare verbrennen, wie schnell die Kleidung verbrennt, wie schnell vielleicht die Schuhe verbrennen können. Ja, aber wisst ihr, was ihr jetzt nicht so richtig wahrnehmt, ist auch dieser Geruch, ja, also es momentan riecht es hier ganz stark nach Rauch, es riecht nach verbrannten Haaren, ja, und diese drei Männer, die waren im Feuerofen und ihre Kleidung, die war ganz, ja, da war nicht mal ein einziges Löchlein reingebrannt, ja, da ist nichts passiert, ihre Haare, die waren auch komplett ganz, die sind auch nicht verbrannt. Und ihre Kleidung, die hat nicht mal nach Rauch gerochen. Normalerweise, wenn man am Feuer sitzt, vielleicht hattet ihr das auch schon mal, dass ihr am Lagerfeuer wart und als ihr dann abends nach Hause gekommen habt, seid, dann habt ihr gemerkt, dass eure ganze Kleidung und eure Haare nach Rauch riechen. Aber wisst ihr, diese drei Männer, da hat nichts nach Rauch gerochen. Die waren unbeschadet, die hatten keine Verletzungen und die ganze Kleidung, alles war wie neu. Alle waren total erstaunt, ja. Denn die haben sich gewundert, was passiert ist. Und wisst ihr, dieser König, der König Nebukadnezar, er hat nämlich jetzt auch gemerkt, dass es einen Gott gibt. Ja, dass es einen wahren Gott gibt, der Wunder tun kann. Einen Gott, der diese drei Männer im Feuerofen bewahrt hat. Ja, dass ihnen nichts zugestoßen ist, dass das Feuer sie nicht verletzt und nicht verbrannt hat. Und der König, der ist sofort niedergefallen
Und er hat nicht diese Statue angebetet, die er erbaut hat, sondern er hat zu Gott im Himmel gebetet, ja. Und er hat sogar einen Befehl erteilt, dass jeder, der den Gott von Sadrach, Mesach und Abednego lästert, das heißt, über diesen Gott etwas Schlechtes spricht oder über ihn sich lustig macht, der soll bestraft werden. Denn es gibt keinen einzigen Gott, der solche große Wunder tun kann, wie der Gott im Himmel. Ich finde das so richtig schön, dass diese drei Männer treu geblieben sind, dass sie sich entschieden haben, auf Gott zu hören. Ja, und wir haben gemerkt, dass Gott sie beschützt hat. Er hat den Engel geschickt, dass ihnen im Feuerofen nichts passiert ist. Und wir sehen, dass Gott ein Freund von diesen drei Jünglingen war. Und wir sehen auch, dass dieser Bibelvers, den wir zu Beginn gelernt haben, bei Gott sind alle Dinge möglich, sich hier wirklich bestätigt, dass Gott tatsächlich groß und mächtig ist, dass er alles machen kann. Wisst ihr, liebe Kinder, und dieser Gott, er ist heute immer noch der gleiche. Ja, er hat euch ganz arg lieb und er möchte euch oder er möchte auch euer Freund sein. Ja, deshalb wünsche ich, liebe Kinder, dass ihr euer Herzen dem lieben Gott schenkt und dass er auch immer wieder an dieses Wort denkt. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Dann kann Gott euch auch helfen, er kann euch beschützen, er kann euch trösten. Gott kann einfach alles machen. Ja, und es ist einfach wunderbar, dass wir so einen großen Gott als Freund haben dürfen. Ja, wir sind mit der Geschichte jetzt zum Abschluss gekommen und wir möchten zusammen noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir vom ganzen Herzen dankbar auch wieder für diese Geschichte, die du uns geschenkt hast. Danke, dass du uns daran erinnerst, dass du ein großer und mächtiger Gott bist und dass für dich nichts unmöglich ist, dass du alles machen kannst. Lieber Gott, vor allem sind wir aber dankbar, dass du unser Freund sein möchtest, dass du uns Menschen so sehr lieb hast und vor allem, dass du alle Kinder auch so gerne hast. Herr, segne jedes Kind, schenke jedem Kind so ein liebes Herz, dass auch sie dich suchen und dich als einen Freund aufnehmen. Lieber Gott, habe Dank nochmal für alles Gute. Amen. Ja, wir sind jetzt mit der Sonntagsschule auch wieder zum Abschluss gekommen und wir möchten gleich gemeinsam noch ein Lied singen und zwar Gott weiß immer einen Weg. Ihr seid herzlich eingeladen, hier kräftig mitzusingen und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir stehen jetzt kurz vor den Sommerferien. Manche Kinder haben vielleicht sogar schon Sommerferien und in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz schöne Sommerzeit und schöne und erholsame Sommerferien. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Gott weiß immer einen Weg, wenn du auch nur dunkel siehst. Glaube fest an dieses Wort, dass Gott nichts unmöglich ist. Gott weiß immer einen Weg, Gott weiß immer einen Weg, Gott weiß immer einen Weg, Gott weiß immer einen Weg. Gott weiß immer einen Weg, wenn er auch was anders tut, als du es dir vorgestellt. Gottes Weg ist immer gut. Gott weiß immer einen Weg. 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 Gott weiß immer.